Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Feine Rezepte aus dem Coop Ostermagazin ausgesucht und zusammengestellt vom Armin Amrain haben wir Ihnen in den letzten Sendungen dürfen vorstellen. Damit dann am nächsten Sonntag auch das komplette Menü parat ist, schliessen wir die kleine Reihe heute mit einem Dessert ab. Ich habe mir sagen lassen, ich wieder mal etwas besonders Lustiges, Armin. Richtig, ein typisches Frühlingsdessert mit Erdbeere, Rhabarber und Vanilleglace. Also auch verwöhnte Schleckmühlen kommen wieder mal voll auf die Rechnung. Bitte, Armin. Rahmquark, Eigelb, Puderzucker, Maizena, Rum, Zitronenschale und Vanillezucker gut verrühren. Teilweise mit dem Zucker stiefschlagen und drunter heben. Dann Weisswein mit Zucker unter einem Vanillestängel aufkochen. In Stückchen geschnittene Rhabarber kurz mit aufwallen und nachher im Folo auskühlen. Jetzt die Quarkmasse auf gekühlte, ausbutterte Gratinförmchen verteilen, die Rhabarberstückchen und halbe Erdbeere darauf anrichten. Und im vorgeheizten Ofen während 8 bis 10 Minuten goldbraun überbacken. Wenn es soweit ist, mit Puderzucker bestäuben und mit Vanilleglasse servieren. Der Rezeptvorschlag steht, wie gesagt, im Coop Ostermagazin. Viel Vergnügen beim Ausprobieren und schon jetzt eine schöne Ostern. Danke, Armin. Besonders festlich und stimmungsvoll wird das Osterfest mit den entsprechenden Tischdekorationen wie den hübschen Kerzenschalen, Blütenschmuck aus unserer Blumenabteilung oder den Süßigkeiten vom Arni Confiseur. Und wenn der Osterbaum zum selber Dekorieren einmal ausgedient hat, findet er als grüner Korkenzieherhasel im Garten oder auf dem Balkon bestimmt ein Plätzchen zum Weiterwachsen. Zusammen mit Coop ins Jahr 2000. Unter diesem Motto läuft ja bei uns seit einiger Zeit ein Wettbewerb mit grosszügigen Preisen. Was man machen muss, um sich auch zu den glücklichen Gewinnern zählen zu können? Es ist ganz einfach. Teilnehmerkarten in Ihrem Coop-Laden oder den Coupons der Coop-Zeitung durchlesen, ausfüllen und mit dem richtigen Lösungswort sofort einschicken. Alles andere machen wir bzw. unsere Glücksfee. Diese Woche ist der Start der 5. Runde gesponsert von den folgenden Markenartikeln: WC Ente Deo Gel, Gaillet Femina Perle, Kikkoman Sojasauce, V6 Junior Chewing Gum und San Pellegrinos natürliche Mineralwasser. Und der Hauptpreis ist das mal wieder ein Auto, nämlich ein Skoda Fabia im Wert von 17'000 Franken. Die Gewinnerin von diesem tollen Wagen und weitere 150 Einsender werden wie immer persönlich informiert. Ich gratuliere schon jetzt ganz herzlich. Kein Glück braucht es bei unseren Aktionen. Dort gibt es bekanntlich nur Gewinner. Ein attraktiver Osterstrauß aus der Blumenabteilung kostet 15,90 €. Und 2 Dosen Champignons de Paris kommen Sie 1 Franken günstiger rüber. Mit der GoProfit-Karte gibt es Ice Flakes im Duopack zum halben Preis. Sie wissen ja, GoProfit Plus vorzeigen, sofort profitieren. Falls Ihr Osternest noch leer ist, empfehle ich Ihnen einen Besuch bei der Importparfümerie. Beraterinnen helfen Ihnen gerne beim Aussuchen des richtigen Geschenks. Und die aktuellen Düfte, Pflegeprodukte, Make-ups in den neuen Frühlingsfarben und schönen Accessoires finden bei Ihren Liebsten bestimmt viel Anklang. Wie wäre es mit einem Geschenkgutschein? Und auch das wunderschöne Einpacken von den liebevoll ausgewählten Produkten gehört zum Service der Importparfümerie. Mit diesen Hinweis bin ich am Schluss für heute. Ich wünsche allen wunderschöne Ostern, viele Überraschungen, bunte Eier und süße Häschen. Auf Wiedersehen!